Ja, Caro. Familie Hottenstedt war das, Loriot? Ey. Wie? Auf damit. Lass mal die Tür offen hier. Gibt den Takt. Diese Poltergeister immer, ne? Na gut, gehen wir mal hier weiter. Sieht da eigentlich ganz nett aus. Eigentlich. Haben wir die Kassette haben wir. Dann lass uns mal, da drüben ist der Fernsehraum. Fernsehraum. Das Wohnzimmer halt, ne? Was haben wir hier? Wasch, Keller, Küche, Zeugs, Dings, Gedöns. Dass diese Schränke hier aufgehen, das gefällt mir auch nicht so sehr. Weil ich immer so das Gefühl habe, wenn die leer sind, okay, wir müssen uns vielleicht mal verstecken. Ja, okay, ja. Cool, hab mich erinnert. Loriot. Mega. Hallo. Ja, gut, ja, hast ja recht. Lampe, die gerade so nachgezogen kam. Ich dachte, da kommt jetzt hinaus. Ach, scheiße. Ah, nee, ey. Wie jetzt? So? Mach den Scheiß mit mir. Ah, okay, können wir einfach zur Seite schieben. Cool. Warum auch eigentlich nicht, ne? Also so in diesen Horrorspielen. Kann man ja meistens, wenn da wissig ein Blatt Papier vor ist, dann kannst du nicht durch, weil du kommst, ja, weil es versperrt. Seit wann haben wir die Pillen wieder? Morphing Ingrid. Hab einen Film mitgebracht. Einen Film. Lass mal kicken. Moment, was war das? Sah wieder aus wie in der Klinik, ne? Okay, geht weiter. Keller? Genau. Das wiederholt sich jetzt die ganze Zeit, ne? Die behalten wir natürlich. Das ist ein guter Streifen. Wie? Ach, Karo. Also der Poltergeist, der weiß auch nicht, ne, was da will. Auf der einen Art sagt er ja hier Strom sparen, wisst ihr, macht hinter uns das Licht aus. Und auf der anderen Art schmeißt er den Fernseher wieder an. Was ist denn los mit dem? Ach, guck mal. Hübsch. Ist das auch oder ist das nicht jemand anderes? Nee, ist auch, ne? Ich feiere die Funktion, ja. Ich merke schon. Aber gut, dafür ist er auch da. Das voll nice hier draußen. Ich möchte hier draußen spazieren gehen mit Rufus. Im Regen. Der Hund hasst mich so schon, weil es kalt ist. Aber dafür kann ich ja nichts.
Okay. Schlüssel mit kleinen Spiegel. Wir haben. Nee, das waren Blitze und so, ja, nee. Oh, gut. Achso, die Uhr ist das. Dachte schon, was wackelt denn da? Ein Wackelkatzler. Looking for the key. Achso. Ja, nee, was? Hier war das, ne? Kann man nicht lesen. Da. Gartenschlüssel, ja. Die nun? In der Tasche einer Jeans. Ja, okay. Also, ja, wieder zur Waschküche. Wo war denn die nochmal? Das weiß ich gar nicht mehr. Wie gesagt, ich muss mal irgendwann das umstrukturieren. Nein, keine Ahnung. Neue Figürchen machen, dass nicht immer die Totoros sind, sondern auch mal andere. Wo sind die eigentlich? Du hast doch gerade gefurzt, Caro. Und geschrieben, wieso sind die Totoros nicht da? Was ist da los? Ja, einfach, ich wollte das ja die Totoros mit. Stimmt, den Raum gab es ja hier auch noch. Wollte ich ja mit Rufus machen, ne? Fortschrittsraum. Ja, genau. Werden Gegenstände aufbewahrt, bla. Gut. Ich werde so langsam müde. Können wir hier vielleicht eine Lampe austauschen? Okay. Anscheinend nicht. Augen? Okay, wir haben ein Auge. Ah, okay. Okay. Augen sind gut, okay. Okay. Hier können wir immer noch nicht rein, wa? Nee. Können wir wieder unsere Nachbarin anrufen? Deine Hände sind voll. Vielleicht mal ein bisschen schneller, bitte. So, also Waschküche. Fängt jetzt schon wieder an. Kam hier wieder jemand nicht rechtzeitig auf die Toilette oder wie? Fangen wir wieder mit der Waschküche an. Oder suchen die nochmal? Da gucken wir mal in die Jeans. Hier ist die normale Küche. Hier ist was zum Greifen. Hier, warte mal. Ah. Ah. In einer Jeans. Ist die hier vielleicht schon drin? Nein, hier sind natürlich Tücher. Jetzt kommen aber nicht mit Step Brother, ne? Entschuldigung. Wir haben einen Schlüssel gefunden. Oder einen Schlüsselbund sogar. Garagi. Jetzt kommen wir in die Garagi. Ich höre Stimmen. Stimmen mit Ö. Sag mal. Ketchup. Wir können sowas mitnehmen?
Sollen wir jetzt noch gleich abwaschen, oder wie? Dein dynamisches Inventar ist voll. Wie? Ich? Wo ist denn... Fotos. Wer sind diese Menschen? Das sind unsere Familie? Uhr 33 oder 3 Minuten 33? Man weiß es nicht. Licht ist ja schon an. Sehr hell. Aber hier könnten wir theoretisch, oder? Die Lampe funktioniert noch. Na, dann machst du an. Warte. Wir haben ja Storage Rom. Wir können ja hier ein bisschen was ablegen, ne? Wir können ja hier so Senf ablegen, das Glas, bitte. Achso, nee. Können wir gar nicht. Können wir. Achso. Müssen wir. Hä? Hallo, liegt da ab? Wir nicht. Könnt ihr nicht verwenden. Liegt überhaupt das Ding. Toll, jetzt müssen wir den Kack hier mit uns rumschleppen, oder wie? Ich dachte, wir können hier ein bisschen was einlagern, damit wir nicht immer alles mitschleppen müssen. Ich habe es nicht rausgefunden, wie es geht. Das kann natürlich auch sein. So, Licht ist aus. Tür zu. Damit der Poltergeist auch Ruhe gibt. So. Ja, gut. Garage. Das hier wird nicht die Garage sein, denke ich mal. Ich gucke jetzt nicht in die Schränke drin. Das löst bei uns bestimmt irgendwas aus. Ist doch jetzt irgendwas passiert. Hör doch auf. Exit. Ja, natürlich. Ich liebe sowas, ne? Ich krieg halt gerade Gänsehaut. Oh. Dein dynamisches Inventar. Ich kann hier nicht irgendwas fallen lassen. Da, fallen lassen. Nein, ich will das. Leute, ich will doch das Glas fallen lassen. Das kann ich wieder nehmen. Das Spiel will mich doch verarschen, oder? Die können wir fallen lassen. So. Können wir das hier nehmen? Hier mal gegen donnern. Klopfen mal an. Muss ich näher ran? Dass ich noch weniger Kraft aufbaue? Mich raus. Hopp. Ich hab einen Vorschlag, Hammer. Hopp. Geh weg.
Ich bin mal raus. Viel Spaß noch. Ja, danke schön. Ich bin jetzt auch gleich raus. Der ertränkt uns. In was? Nur in seinem eigenen Blut? Oder automatische Speicherung? Mal schauen, wo er gespeichert hat. Aber ich glaube, ich höre jetzt auch auf. Nicht, weil es mir zu gruselig wird, sondern ihr merkt ja, der Hund rastet aus. Der will runter. Nein. Ne? Ja, nee, ist gut. Ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts gesagt. Gut. Ja. Ich glaube, wir kommen hier nicht lang. Oder müssen wir weiter hier rumhämmern? Es tut sich auch gar nichts, ne? Na gut, wenn es so lange dunkel ist, wir drehen ja gleich durch, ne? Ist er da? Ich weiß es nicht. Wir haben den Vorschlaghammer, wir haben auch noch Ketchup. Haben wir mit dem Ketchup irgendwie? Also mit beiden Händen greifen, um es zu ver... Ja, am Arsch lecken. Willst mich doch verarschen, meine ich. Links fallen lassen. Mit beiden Händen greifen die Flasche. Bitte, weil die ist zu schwer. Können wir die hier gegenschmettern, damit das so aussieht wie Blut, oder? Die irgendwie händisch so. Ich habe keine Ahnung. Wieso brauche ich für eine Flasche zwei Hände, damit ich die... Ganz ehrlich. Ich hab keine Ahnung, was ich damit machen soll. Kann ich die hier... Wie kann ich die denn jetzt untersuchen? Untersuchen und fallen lassen? Wie... Kann ich die denn jetzt fallen lassen da? Erstmal alle Tasten drücken. Kann ich hier Lichter? Ja. Oh. Oh. Hey, na, das wird ja was. Das könnte der Bereich sein. Oh. Wir müssen so ein bisschen am Helm bleiben. Okay. Warte mal, das wird jetzt was. Ihr habt ja ein bisschen Zeit mitgebracht, wa? Wird eigentlich aufhören, so langsam. Warte. Müssen wir nochmal gucken. Können wir jetzt hier was machen? Aber nee, das ist von der anderen Seite, ne? Ja, nee, gut, okay. Also was habe ich gehört? House, Fight, Butterfly, Stranger? War das... Okay.
So, weiter geht's gar nicht auf. Kommen wir hier hoch? Nein. Oder müssen wir hier doch noch ein bisschen... Nee, ne? Hier, die Seiten vielleicht? Nein. Okay. Immer mal noch ein Stück zurück. Sieht es jetzt hier aus? Ja, es öffnet sich immer weiter. Okay. Dann sind wir wohl auf dem richtigen Weg. Durch das ständige Hochgucken werden wir unten bestimmt irgendwas übersehen. Boah, stellt euch vor, ihr müsstet euch so mal durch irgendeinen dunklen Keller bewegen oder so. So mit zwei Glühbirnen, die ihr von einer Fassung zur nächsten schrauben müsst. Ey, ich glaube, ich würde irre werden. Das wäre irgendwann nicht mehr gruselig, ich hätte dann einfach nur noch schlechte Laune. Wenn man mich so fragt, oh mein Gott, das muss so grauenvoll gewesen sein. Ja, war voll sauer. Können wir die jetzt... Warte. Nein. Was sollen wir denn jetzt damit machen? Das auch noch mitnehmen? Warte, noch alles? Nein, nicht doch. Den brauchen wir. Dann nehme ich lieber den Vorschlaghammer mit. Statt das Ding hier. Oder war hier drunter was? Nee. Entweder bin ich zu müde dafür oder ich. Oder ich graffe gerade nicht. Warum können wir das Ding nehmen? Was sollen wir damit? Was soll ich denn damit? Ich habe genug Kisten zu Hause. Auch nicht noch mehr. Ey, Ruhe. Habe ich nicht noch? Ich habe doch noch ein dritte im Inventar. Aber okay. Können wir dann noch weglassen? Kuh bewegen. So. Zack. So. Können wir hier auch mal gegenschlagen? Einfach so aus Prinzip. Was spuckt uns denn? Und warum kriegen wir Hallus? Hallo, hier ist doch Licht. Mit beiden Händen greifen? Gib dir gleich mal beide Hände. Aber dann ist das hier noch nicht gelöst, oder? Okay, warte mal. Gehen wir nochmal zurück. Geht ja schnell. Hier können wir auch nicht machen, ne? Halt, was? Nein. Da hab ich die eingesteckt. Verdammt nochmal. Gib her. Was war hier? Hier war eine Kiste. Lecco mio, fetto grande. Hut ab. Ruf damit. Bruder, mach nicht sowas. Hör da auf. Bin ich im Licht sicher?
fühle mich überhaupt nicht mehr sicher, egal was das. Warte mal, wo war das? War das hier? Nein. War hier hinten. Moment. Wir haben ja... Wir haben... Ja, ich habe drei Lampen. Pass auf. Mag das jetzt hier rein? So, pass auf. Schnapp mir hier ganz schnell das Ding. Oh Gott, jetzt komme ich das Ding wieder mit. Hopp. Kommt mir einfach durch die Kiste, ey. Leck mich doch am Arsch. Ja, die Kiste, denn da vorne hinten raufklettern und dann da in das Zimmer rennen. Okay, gut, alles klar. Ich hab's verstanden. Und wenn wir zu lange im Dunkeln sind, kommt er. Brust essen. Ach Mann, ey. Und jetzt, wo ich es hatte, ist er... Naja, egal. Okay, warte, abgespeichert. Oh nein. Es ist noch nichts geöffnet, ne? Okay, ich glaube, wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Weil, ach nee, jetzt nochmal alle zu aufkloppen und bla und blub und... Ach. Nee, wir machen hier einen Cut. Und jetzt gleich mit den Kleinen gemütlich eine Runde im Dunkeln. Das macht auch Spaß. Okay, also für YouTube schon mal vielen Dank fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.